Oft fällt bei den verschiedensten Handelsansätzen als Musterbeispiel eine Apple-Aktie. Nun ist diese Aktie ja nun wirklich auch gut gelaufen, aber für viele, die jetzt gerade einsteigen wollen, taugen diese Beispiele natürlich nur begrenzt was. Hinterher ist es immer leicht, solche Werte zu identifizieren, aber wie sieht das im echten Leben aus? Ist es realistisch, die Apples der Neuzeit zu entdecken, bevor sie durch die Decke gehen? Und hast du vielleicht auch ein paar Beispiele oder ein Beispiel aus deiner Praxis der letzten Jahre, quasi deine persönliche Apple der vergangenen paar Jahre? Also die Apple der Zukunft zu entdecken, die ist schwierig und ich habe sie auch noch nicht gefunden. Ich vergleiche Aktiendepots auch immer gerne so mit Perlentauchern, ne? Wo man sagt, man muss einfach ganz, ganz viele Muscheln öffnen, um eine Perle zu finden. Und dann ist vielleicht in 100 Muscheln nur eine einzige Perle drin. Wenn ich aber die anderen 99 nicht aufmache, finde ich auch die Muschel nicht, weil ich vorher nicht weiß, wo die Perle drin ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, die neue Apple zu entdecken, die steigt nicht dadurch, dass ich einen Börsenbrief lese, der mir die Kursrakete und den nächsten 1000% da verspricht, sondern die steigt einfach dadurch, dass ich sage, ich habe nicht eine Aktie im Depot, sondern ich habe vielleicht 10 oder 20 oder auch 50 Aktien im Depot. Und da ist dann vielleicht eine dabei, von der ich in 30 Jahren sagen kann, guck mal, die hat sich im Wert auch verhundertfacht, so wie eine Apple. Ja, und davon braucht man auch nicht so viele. Also auch Warren Buffett sagt immer, man braucht im Leben eigentlich bloß ein, zwei gute Ideen haben. Da kann man dann sehr gut von leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine Aktie entdeckt, steigt halt, indem man sein Depot weit aufstellt, indem man einfach immer auch wieder die Spreu vom Weizen trennt, den Müll ganz konsequent entsorgt und sagt, also diese Aktie erfüllt meine fundamentalen Kriterien nicht mehr. Die anderen lasse ich einfach dabei und dann schauen wir mal, ob eine Aktie sich vielleicht besonders gut entwickelt. Ich selber habe Aktien im Depot, wo man jetzt sagt, das sind alles keine Burner, wo man jetzt sagen würde, da springe ich an die Decke. Aber ich habe eben eine Altria und weil ich die eben schon 3 Jahre habe, ist die auch im Kurs schon um 50% gestiegen. Ich werde sie deswegen nicht verkaufen, vielleicht steigt sie ja nochmal um 50%. Ich habe auch eine Intel, die auch schon um 50% gestiegen ist von meinem Einstiegskurs. Ich habe aber auch Aktien, die 20 oder 30% gefallen sind, wo ich sage, da kaufe ich jetzt noch mal nach, weil das Unternehmen nach wie vor gesund ist und weil es profitabel ist und steigende Dividenden zahlt. Also die Apple von morgen zu entdecken, bedeutet einfach ganz viele verschiedene Muscheln zu öffnen und dann am Ende festzustellen, da war auch eine Perle drin. 99 davon werden sicherlich keine Perlen enthalten. Aber wie gesagt, man muss ja die Apple auch nur einmal entdecken. Man muss ja nicht hingehen und gleich 2 oder 3 oder 5 Apple entdecken. Vielleicht ist Tesla die Apple von morgen. Vielleicht ist es Amazon. Vielleicht ist es Netflix oder Facebook. Keiner weiß es genau. Aber wenn man sich von allem eine kleine Portion mal hinlegt, wenn es günstig ist, wenn das fundamentale Umfeld stimmt, dann steigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass man auch diese eine Apple dabei hat. Und dann kann man sich in 10 Jahren auch hinsetzen und kann sagen, hättest du vor 10 Jahren mit mir in das und das investiert, dann hättest du jetzt das Geld. Das ist ja das, was wir alle wollen. Ich würde heute auch gerne eine Apple zum Kurs von 1995 kaufen. Die gibt es leider nicht mehr.